Hallo Eintracht Frankfurt-Fans, willkommen auf dem Kanal. Hier seid ihr immer auf dem neuesten Stand, also hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal, damit ihr keine Neuigkeiten von Eintracht Frankfurt verpasst. Eintracht Frankfurt hat den nächsten Transfer eingetütet und nahm die Collins von Borussia Dortmund unter Vertrag genommen. Der 19-jährige Innenverteidiger spielte beim BVB zuletzt in der U19 und der U23 in der dritten Liga und ist aktueller U19-Nationalspieler. Bei den Hessen unterschrieb er einen Vertrag bis 2028. Nnamdi Collins gehört zu den vielversprechendsten deutschen Talenten auf seiner Position. Wir haben mit Nnamdi einen klaren Plan, der langfristig ausgelegt ist, und freuen uns, dass er sich für uns und unseren Weg entschieden hat, so Sportdirektor Timo Hardung. Zusammen mit Nnamdi wollen wir kurz- und mittelfristig seine Weiterentwicklung bestmöglich fördern und ihn dabei unterstützen, sein fußballerisches Potenzial zu entfalten. Andererseits, im 10-Ablösepoker um Nils Nkunku von der AS St. Etienne hat Eintracht Frankfurt offenbar die Vorstellungen des Ligue 2-Clubs erfüllt. Wie Sport.fr berichtet, haben beide Vereine eine Einigung über die Ablöse für den Linksverteidiger gefunden. Demnach fließen 8,5 Millionen Euro für den 22-Jährigen. Zuvor hatte St. Etienne mehrere Offerten der Frankfurter abgelehnt, zuletzt 6 Millionen Euro inklusive Boni. Nkunku selbst forcierte vor einigen Tagen öffentlich seinen Abschied vom französischen Zweitligisten. Die St. Etienne hatte den Linksfuß erst vor kurzem für 2 Millionen Euro vom FC Everton festverpflichtet. Nicht unbedingt zur Freude des Franzosen. Ich habe es schon am letzten Ligaspieltag und seitdem viele Male gesagt. Ich habe die Ambition, erstklassig zu spielen. Nun scheint es nicht mehr weit, bis sich Nkunkes Wunsch erfüllt. Fans von Eintracht Frankfurt, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich komme jederzeit wieder und bringe mehr News von Eintracht Frankfurt.